Servus, grüßt euch, das ist Daniela. Und das ist Heidi. Und wir nehmen euch heute mit, bei uns im Bayerisch Eisenstein sind wir auf dem Wanderparkplatz, einer der schönsten Wanderwege bei uns. Das ist nämlich der Rundweg Bussard und der geht direkt ins Schmalheisel und da starten wir aber jetzt auch gleich. Ja, so los geht's, gell? Jawohl. Das erste Stück vom Weg gehen wir jetzt einfach ein bisschen nur durchs Dorf und genießen wir schöne Ausblicke am Aber, der direkt da vor uns liegt. So, jetzt sind wir am Ende vom Dorf und jetzt tauchen wir rein im Wald im Nationalpark und da gehen wir jetzt noch ein Stück am Bahngleis entlang. Vorsicht, da blitzt's. Da steht nämlich eine Wildkamera und die macht schöne Aufnahmen, hauptsächlich allerdings wegen der Luchse, weil die kann man mit ihrem Fell eindeutig identifizieren. So, die ersten 2 Kilometer, die gehen ein bisschen bergauf, aber das ist nicht steil und wir haben nur Möglichkeiten da bei uns, dass man sich hinsitzt, auf eine Bank und die Natur genießt. Und das tue ich jetzt auch gerade, schnaufe ein bisschen durch und schaue einfach den China Nationalpark an. Jetzt sind wir am Eisenkreuz und das letzte Stück geht jetzt nur noch leicht bergab, dann haben wir schon da im Schmalheisel. Als morgen her ist, wird es auch schon freier mit drauf. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir beim Highlight unserer Tour angekommen, das ist Schmalheisel. Ein besonders schönes Fleckerl mit einem tollen Biergarten, lecker am Essen und einem super schönen Blick auf einen kleinen Weiher. Der ist früher angelegt worden zum Driften von dem Holz. Wenn du ein bisschen um die Schmalheisel ein bisschen aufpasst, dann siehst du jemanden, der bei uns wieder heimisch geworden ist, das ist der Biber. Also Augen auf! Jetzt am Heimweg geht es nochmal ein ganz schönes Stückerl bergauf. Aber das macht ja nichts. Da rasten wir uns einfach kurz aus und dann haben wir wieder Kraft. So, wir sind jetzt auf der Kreuzung vor einem Radweg und unserem Bussardweg. Wir gehen mal da hinten gerade weiter. Da darf es aber Trailfahrer bitte nicht fahren. Beim Nationalpark muss man schon auf dem Radweg bleiben, das hat auch seinen Sinn. Und ihr kommt da auf dem Radweg direkt ins Schmalheisel oder zurück wieder auf Eisenstor. Der Anstieg ist jetzt geschafft und ab jetzt geht es nur noch bergauf. Und zum Schluss fast von unserer Tour zeigen wir euch noch was. Da hinter mir gehen jetzt eigentlich zum Urwaldsteig. Das ist ein richtiger Märchenwald. Wenn ihr da Lust habt, den zu erkunden, dann geht's doch mal mit unseren Waldführern, wenn ihr Zeit habt. Das werdet ihr nicht bereuen. Am Ende von unserer Tour haben wir jetzt wieder im Bayerischen Eisenstein angekommen. Und da gibt es auch noch mal ein ganz schönes Highlight für alle Kulturinteressierten. Haben wir in der Bahnhofsallee ganz viele Museen, die man noch besuchen kann. Am Ende von dieser Allee ist übrigens auch der Bahnhof, zu dem, wo man mit dem Zug natürlich herfahren kann und dann die Tour auch ganz bequem mit dem ÖPNV erreichbar ist. So, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt haben wir unsere Pause im Greifbecken am Wanderpark reichlich verdient. Also. Schön, dass ihr mit uns dabei wart. Vielleicht sehen wir uns nächstes Mal dann im Schmalheisel. Servus! Servus.